Mein Name ist Ulrike Zuberl. Ich begrüße Sie heute zu Teil 9 der Reihe über romantische Liebesliteratur. Wir haben das letzte Mal uns angeschaut, wie in der frühen Romantik die Liebe zu den Sinnen entdeckt wurde. In einer Welt, in der sich Gott nicht mehr einmischt, ist er erfahrbar über die Sinne. Ein Pantheismus macht sich breit und er ergreift dann auch eben die Vorstellung von der Sexualität, von der geschlechtlichen Beziehung zwischen Mann und Frau, die nun idealisiert, transzendiert wird und als himmlisch-religiöses Gefühl beschrieben wird. Wir haben uns angeschaut, wie Mann und Frau nun komplementär gedacht werden, als aber gegensätzliche Pole, und wollen uns nun das nächste Mal das etwas genauer anschauen und die Frau in den Mittelpunkt der einzelnen Zeichensetzungen stellen. Die Frau wird im späten 18. Jahrhundert und dann noch im 19. Jahrhundert unter veränderten Voraussetzungen zum Inbegriff der Natur, des Unbewussten. Sie wird verglichen mit Kindern, mit dem Wilden. Sie ist der unreflektierte Teil der Menschheit. Sie wird als Engel beschrieben, der Gott näher ist als der sehr zerrissene Mann, vor allem auch als Mutter. Erfährt sie Einheit, Zweiheit in Einheit, zwei Personen in einer, körperlich vereint. Sie ist weniger geistig, weniger reflektiert, und das macht sie eben zu einer Vorstufe des Menschseins vor dem geistig entwickelteren Mann. Ich habe da schon einmal ein Zitat von Jean-Paul gebracht, in dem er die Frau ganz als Gefühl, ganz Herz beschreibt, deren Ohren, Herzohren sein, die eben eigentlich nicht angelegt ist auf rationales, analytisches Denken und keine Begründung sucht. Heute wollen wir uns ein Gedicht Friedrich Schillers anschauen, das Gedicht Würde der Frauen, das schon für heutige Frauen und auch Männer, denke ich, ein harter Tobak ist und auch zum Lachen reizt. Ich lese es Ihnen vor in einer Fassung, es gibt mehrere Fassungen von Schiller, ich lese es in einer Fassung vor, die sehr oft publiziert wird. Würde der Frauen. Ehret die Frauen, sie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben, flechten der Liebe beglückendes Band und in der Grazie flüchtigem Schleier nähren sie wachsam das ewige Feuer schöner Gefühle mit heiliger Hand. Ewig aus der Wahrheit schwanken, schweift des Mannes wilde Kraft, unstet treiben die Gedanken auf dem Meer der Leidenschaft. Gierig greift er in die Ferne, nimmer wird sein Herz gestillt, rastlos durch entlegene Sterne jagt er seines Traumes Bild. Aber mit zauberisch fesselndem Blicke winken die Frauen den Flüchtlingen zurücke, warnen zurück in der Gegenwart Spur. In der Mutter bescheidener Hütte sind sie geblieben mit schamhafter Sitte, treue Töchter der frommen Natur. Feindlich ist des Mannes Streben mit zermalmender Gewalt, geht der Wilde durch das Leben ohne Rast und Aufenthalt. Was er schuf, zerstört er wieder. Nimmer ruht der Wünsche Streit, nimmer wie das Haupt der Hüder ewig fällt und sich erneut. Aber zufrieden mit stillerem Ruhme brechen die Frauen des Augenblicks Blume, nähren sie sorgsam mit liebendem Fleiß, freier in ihrem gebundenen Wirken, reicher als er, in des Wissens Bezirken
und in der Dichtung unendlichem Kreis. Streng und stolz, sich selbst genügend, kennt des Mannes kalte Brust, herzlich an ein Herz sich schmiegend, nicht der Liebe Götterlust, kennt nicht den Tausch der Seelen, nicht in Tränen schmilzt er hin, selbst des Lebens Kämpfe stählen härter seinen harten Sinn. Aber wie leise vom Zephyr erschüttert, schnell die äolische Harfe erzittert, also der Fühlenden, die fühlende Seele der Frau. Zärtlich geängstigt vom Bilde der Qualen, wallet der liebende Busen, es strahlen perlend die Augen vom himmlischen Tau. In der Männerherrschgebiete gilt der Stärke trotzig Recht, mit dem Schwert beweist das Güte, und der Perser wird zum Knecht. Es befehden sich im Grimme die Begierden wild und roh, und der Eris raue Stimme waltet, wo die Charis floh. Aber mit sanft überredender Bitte führen die Frauen den Zepter der Sitte, löschen die Zwietracht, die tobend entglüht, lehren die Kräfte, die feindlich sich hassen, sich in der lieblichen Form zu umfassen und vereinen, was ewig sich flieht. Aber für Ewigkeiten entschieden ist in dem Weibe der Leidenschaft Frieden, die Notwendigkeit heilige Macht, hütet der Züchtigkeit köstliche Blüte, hütet im Busen des Weibes die Güte, die der Wille nur treulos bewacht. Aus der Unschuld Schoß gerissen, klimmt zum Ideal der Mann, durch ein ewig streitend Wissen, wo sein Herz nicht ruhen kann, schwankt mit ungewissem Schritte zwischen Glück und Recht geteilt und verliert die schöne Mitte, wo die Menschheit fröhlich weilt. Aber im kindlich unschuldiger Hütte birgt sich der hohe geläuterte Wille in des Weibes verklärter Gestalt. Aus der bezaubernden Einfalt der Züge leuchtet der Menschheit Vollendung und Wiege, herrschet des Kindes, des Engels Gewalt. Schiller hat dieses Gedicht mehrmals überarbeitet. Ich habe eine Fassung gewählt, die sehr oft publiziert wurde. Schauen wir uns das nochmal an. Da werden eben Frauen und Männer in einen polaren Gegensatz gestellt. Die Frauen, das sind die Textilwirkerinnen, die flechten und weben, auch eben den Himmel in die Erde hinein. Das sind die, die die Grazie ausdrücken, die das ewige Feuer, die schöne Gefühle mit heiliger Hand, also sehr religiös, in eine Nähe zu Gott gebracht werden. Der Mann dagegen unstet, sein Herz nimmer gestillt, er ein Jäger. Sie ausgestattet mit Magie, mit zauberisch fesselndem Blicke, verhaftet in der Gegenwart, nicht in der Zukunft, wie der Jäger, der einem, wie man später hören wird, einem Ideal folgt, sondern in der Gegenwart verhaftet, in der Mutter, bescheidener Hütte, geblieben, schamhaft, sittenreich, treu, fromm, in der Natur. Der Mann aber feindlich, strebt dafür das Streben hin zum Ideal, gewalttätig, zermalmend, ohne Rast und Aufenthalt. Er zerstört, was er geschaffen hat. Sie dagegen, zufrieden, still, in dem Augenblick verhaftet, auch dadurch jenen Gefilden näher, die eben mit Gefühl zu tun haben, wie zum Beispiel der Dichtung, die Unendlichkeit ja sozusagen Gott tangieren kann. Er dagegen stolz und streng, kalte Brust, erkennt nicht der Liebe Götterlust, auch sie wieder, die eben in die Nähe zu Gott gebracht wird. Er dagegen hat sich davon entfernt, er kennt keine Tränen, er ist Kämpfer und härter sein harter Sinn. Sie fühlt
Sie liebt sie, ihre Tränen sind wie der himmlische Tau. Der Mann stark, trotzig, schwert, er unterjocht andere, eben zum Beispiel die Perser, zur Knechtschaft. Sie befehden sich die Männer mit Grimm. Und ihr Zorn, die Eris, das ist ihre Göttin, während die Anmut die Charis flieht. Sie dagegen, sanft überredend, sie löschen die Zwietracht, sie vereinen und umfassen die Feinde und bringen sie zum Frieden. Sie eben auch mit heiliger Macht zusammengesehen, mit Güte, während er aus der Unschuld Schoß gerissen ist, dafür aber zum Ideal strebt, streiten, polarisieren, das Herz ruht bei ihm nicht, beim Faust haben wir das schon mal gesehen, hat er die Mitte verloren, ist ein zerrissenes Wesen geworden, aber dafür strebend. Während sie in der Gegenwart kindlich unschuldig verharrt, verklärt so, wie ein Kind, wie ein Engel, Gott näher, aber eben das Streben des Mannes kennzeichnet sie nicht. Um wirklich einfach nochmal zu sehen, was das für ein gewaltiger Umbruch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war, in der Beziehung zwischen Mann und Frau, müssen wir einfach nochmal zurückgucken auf Barock und Aufklärung und uns da aus dem Bereich der Literatur in den Bereich der Geschichtswissenschaft und der Kulturwissenschaft begeben. Wenn wir rückblickend auf die Frauen im Barock und in der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert, können wir feststellen, dass auch da der Blick auf die Frauen durch den Mann erfolgt. Die Männer erheben das Wort, wenn es um die Rollen der Frauen geht. Die Frauen schweigen, zumindest die Mehrzahl. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel sprechen die Männer über das, was sie für Frauen, was für sie Frauen sind. Über Frauen aus ärmeren Verhältnissen ist praktisch nichts bekannt. Es gibt Ehemänner und es gibt Väter, die Frauen ihre Kinder gefördert haben. Und aus ihrer Sicht hören wir dann von diesen Frauen und Kindern. Meistens und in der Regel ist es der männliche Blick, der das Bild der Frau in Barock und Aufklärung Rokoko zeichnet. Aber es gibt eben doch auch in dieser Zeit weibliche Wunderkinder. Es gibt gebildete, anerkannte und geschätzte Frauen. Entschuldigung. Es gibt die Wertschätzung weiblichen Wissens, das vor allem praktisch angewandt werden sollte, vor allem eben zum Beispiel in gepflegter Konversation. Es gibt sehr politisch aktive Frauen, gerade auch im hohen Adel, in der Aristokratie, bei den Mätressen. Es gibt Wissenschaftlerinnen in jener Zeit und es gibt eben den Typ gelehrtes Frauenzimmer oder galantes Frauenzimmer, was kritisch-ironisch zum Beispiel Molière in zwei Stücken verewigt hat, ein Modell Les Précieuses Ridicules von 1659 und Les Femmes Savantes von 1672. Die Frauen der Aristokratie sind rechtlich gesehen eigenständig. Sie können Testamente ausstellen in der Regel, sie können Urkunden siegeln, das Frauen- und das Männererbe wird nicht vermischt, sodass man sagen kann, dass in dieser Zeit die Frauen der Oberschicht rechtlich gesehen ganz gut dran sind. Das trifft in der Regel nicht zu auf die Frauen aus dem dritten Stand, in der Regel nicht auf Handwerkersgattinnen und Bauern, das ist je nach Stand unterschiedlich. Und so sagt die Kulturwissenschaft, dass in dieser Zeit Barockaufklärung die ständische Gliederung entscheidend ist für die rechtliche
und die Rechte der Frau. Je nachdem, welcher Herkunftsfamilie die Frau angehört, hat sie mehr oder weniger Rechte. Und das biologische Geschlecht ist in dieser ständischen Gesellschaft nicht primär entscheidend. Und das verändert sich nun eben mit der industriellen Gesellschaft, mit dem Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft, die das Gleichheitsideal propagiert, aber dabei dann die Frauen ins Hintertreffen kommen. Denn nun wird auf einmal die geschlechtliche, binäre geschlechtliche Differenz entscheidend und den Rollen und den Frauen solche Rollen zugeschrieben, biologisch, physisch, psychisch zugeschrieben, die sie letztlich ins Hintertreffen geraten lassen. Auch hier sind es wieder die Männer, die die Rechte der Frauen und die Rolle der Frauen dominieren, beschreiben, bis auf wenige Frauenrechtlerinnen, die versuchen, sich durchzusetzen in jener Zeit wie Olympe de Gouges oder Mary Wollstonecraft. Das Verrückte ist eben und das Paradoxon, dass in der bürgerlichen Gesellschaft, die auf Gleichheit aus ist, der Aktionsraum der Frauen nicht erweitert, sondern in der Regel eingeschränkt wird, auf Heim und Familie beschränkt wird. Und im Zeitalter der bürgerlichen Revolutionen des 19. Jahrhunderts immer weiter eingeschränkt wird und zu einer ganz starken Unterdrückung der Frau auch führen wird. Und das ist wirklich frappierend. Ein wenig schildert eben diese Rollenverteilung schon Schillers Würde der Frauen, was man heute eben doch mit einem Schmunzeln, wie ich finde, nur noch lesen kann. Und das wurde auch schon in seiner Zeit so empfunden. Das Gedicht stammt von 1795. Schiller war da Mitte 30. Und eine berühmte Dame der Zeit las dieses Gedicht. Caroline Böhmer, geborene Michaelis, verwitwet, zwei Kinder, die 1792 nach Mainz zog, schwanger wurde von einem französischen Offizier, in Haft geriet, dann mit Hilfe Friedrich Schlegels nach Jena gelangte, dort seinen Bruder heiratete und dann schließlich Schelling traf, mit dem sie dann zusammenlebte. Eine Frau, die ihr ganzes Leben wild und gefährlich gelebt hat und als sie Schillers Würde der Frauen las, so heißt es, fiel sie vor Lachen vom Stuhl. Ein Rollenverständnis, was sich in der bürgerlichen Gesellschaft bahnbricht, das nun wirklich also spätestens im 20. 21. Jahrhundert in den demokratischen Gesellschaften so keinen Rückhalt mehr gefunden hat.